Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wunderbar, schön, dass ihr dann doch noch dran bleibt. Ich finde das super. So, heute Nissan NV200. Er ist wieder hier zum Service. Kunde hat mich gebeten, hey, das Ding hat wieder Service fällig. Ich sage, okay, kein Problem, kriegen wir noch dazwischen. So, das Problem ist vielleicht noch ganz andere. Ihr habt gesehen, ne, da ist was irgendwie nicht so ganz gerade. Und hier ist auch irgendwie was nicht ganz gerade. War aber erst im Januar zum TÜV. Das ist mal eben 7 Monate her. Kann das alle in 7 Monaten schon wieder so? Naja. Ich sag da nichts zu. Mir ist das auch egal, weil den TÜV haben wir selber nicht gemacht diesmal, weil ich keine Zeit hatte. Ist der Kunde selber hingefahren. Ich habe schon gesehen, dass die Bremse vorne neu ist. Das heißt, die haben wir ja auch nicht gemacht, sondern die muss zum TÜV gemacht worden sein, weil die ja ziemlich an der Grenze war und ich schätze, dass er deswegen keinen TÜV gekriegt hat und die eben halt da Hand anlegen müssen. Aber es geht weiter nach dem Intro und dann werden wir sehen, wie gut der Weg hier noch ist. Luftfilter wollte ich nur mal zeigen. Wir haben den mal gemacht. 2021 ist der hier. Ja, der sieht schon wieder ordentlich durchgenudelt aus. Und wenn man da unten mal reinguckt, ne, sieht man, was er so für Dreck sammelt. Das ist schon ganz schön viel. Und deswegen machen wir den jetzt auch wieder neu. Es wird Zeit, ne? Es wird einfach Zeit. Und wir müssen mal gucken. Kraftstofffilter ist auch dran. Der sitzt ja auch irgendwo. Den müssen wir auch noch suchen. Ich weiß es noch nicht, wo der sitzt. Der sitzt hier aber auf jeden Fall irgendwo. Wenn ich den gefunden habe, dann mache ich da auch noch mal eine Anmerkung zu. Auf jeden Fall, den suche ich gleich noch. Und ja, es ist eben so, dass es immer alles schön versteckt ist. Ja, auf jeden Fall einen Luftfilter, den können wir auch machen. So, Kraftstofffilter gefunden und zwar... Zack, da ist er. So, den haben wir schon mal gewechselt, meine ich. Aber ne, man sieht, hier ist auch ordentlich Dreck drin in dieser Abdeckung. Also wie immer, Dreck ist hier sowieso immer so ein Thema, ne? So, hier ist das gute Stück, ist eine Wechselpatrone drin. Das heißt, wir müssen den hier eben abbauen und dann müssen wir hier entsprechend den Kraftstofffilter dann natürlich tauschen. Hier oben die Schrauben lösen und dann den Kraftstofffilter zu ersetzen. Genau, das werden wir jetzt erstmal tun. Also hier ist auch noch ein Schloss drin, ne? Das müsst ihr ölen oder fetten oder wie auch immer. Dann habt ihr hier die Schlossfalle, die muss natürlich auch dementsprechend behandelt sein. Ne? Sollte klar sein. So, dann habt ihr hier vorne genau das gleiche, auch nochmal ein Schloss, ne? Zeige ich euch gleich. Und ihr habt da oben natürlich auch noch was, ne? Was natürlich auch eine Führung bedeutet. Und wenn ihr da natürlich kein Fett dran macht, ja, dann kann das auch nicht gleichen und nichts. Das sollte klar sein. Hier unten mal so ein bisschen wippen. So, jede zweite Inspektion einmal so ein bisschen sauber machen, sag ich mal, bringt was. Ne? Ich zeige euch mal eben die Schlossfalle. So, die Schlossfalle, die ist da. Die habt ihr hier also in dem Bereich. Ja, das seht ihr jetzt gar nicht, weil es hier so finster ist. So, da seht ihr jetzt die Schlossfalle, die ist hier. Ne, hier ist das Übertragungsteil von der Elektrik. Dann habt ihr hier oben noch die Schlossfalle. So,
Seht ihr sie jetzt? Ja. So, jetzt seht ihr sie, da ist sie, ne? Da müsst ihr ein bisschen Fett dran machen. Hier ist die Umstellung für Kindersicherung. Und dann ist da natürlich auch noch die Führung, die geht natürlich da noch rum, ne? Ihr habt da oben natürlich auch entsprechend noch so eine Schiene drin, die natürlich auch gefettet werden muss. Mal hier oben in die Hohlräume reingucken, weil da oben kann sich auch was sammeln. Das ist so, weil das ist auch ein Bus, ne? Also nicht vergessen. Das ist also auch nur ein Bus und diese Schiene hier unten, die müsst ihr natürlich auch entsprechend dann noch machen. Und natürlich gegenüber natürlich auch noch hier diese Laufschiene, den Laufkatze, wie man es auch nennen möchte, ne? Sollte man schon ein bisschen Fett dran machen. So Leute, wie viel hat er gelaufen? Zeigen wir euch gerne. So, hier haben wir jetzt 182.049 auf dem Tacho. Ja. Sieht von innen recht gut aus, ist alles in Ordnung, ist ein grüner Bereich. Hier mal wieder eine Schramme dran, ne? Tja, man kennt das Ganze ja so, ne? Das ist ja eben so. Hier eine Schramme drin, ne? Ist auch nur ein Auto. Dann habe ich hier, ne, den Scheibenwischer, habe ich schon neu bestellt. Da die Rückleuchte, da ist er auch irgendwo, ja, leicht hängen geblieben, hätte ich fast gesagt. Ja, will der Kunde nicht neu haben, hat gesagt, das Auto hat gerade erst TÜV, da brauchen wir nichts machen, das ist schon in Ordnung. Wenn ich damit angehalten werde, dann ist das eben so. Ja, so, hier haben wir eine Welligkeit drin in der Tür. Hier war halt in der Tiefgarage der Pfeiler im Weg. Wieder mal, ne, das kennen wir ja noch von der anderen Seite. Da war der Schaden etwas größer. Es ist eben so, ja, Rost hat er so gut wie gar nicht, noch nicht. Aber wenn man natürlich das hier unten nicht behandelt, ne, auf den Schweller hier, dann fängt das an zu rosten. Sollte klar sein. Ja, Schiene und sowas, das habe ich euch gezeigt. Das wird natürlich entsprechend dann geschmiert und geölt. Und das Gleiche passiert natürlich auch mit den entsprechenden Türschlössern selber, also die hier drinne sind, ne, die müsst ihr auch noch mit weißem Fettspray so ein bisschen behandeln. Ist natürlich viel besser, ganz klar. So, Bremsflüssigkeit bekommt ihr neu, sowieso. Warum, erkläre ich euch gleich. Eigentlich ist sie, ja, sie ist eigentlich dran. So, die hatte 422, war die gewechselt worden bei 119.000. Wir haben jetzt, ja, 8.24, also ist schon drüber, muss neu, läuft. Gut, das deswegen schon mal dies eine. So, der Kalrippenriemen, der ist, ja, ich sag mal so lala, er glänzt da vor sich hin. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ja, da kommt auch ein neuer drauf. So, da füllen wir gleich noch auf. Luftfilter haben wir gewechselt, Kraftstofffilter haben wir gewechselt, Öl haben wir gewechselt. Da ist also schon mal die Geschichte schon mal fertig. Und bitte nach dem Kraftstofffilterwechsel immer auffüllen lassen oder befüllen lassen durch die Kraftstoffpumpe, weil diese Hochdruckpumpen sind echt empfindlich. Dann gehen die kaputt. Das mögen die nicht gerne, wenn die trocken laufen und schon gar nicht die Induktoren. Ne? Da braucht man nicht drüber reden. Gut, ansonsten ist von hier oben nicht viel zu sehen. Das muss so, dass das hier so hin und her schaukelt. Ihr seht, da ist schon der angerostete Haftungs hier. Da seht ihr das schon. Hier alles, wo scheuert und klappert. Ne, da fängt es an zu rosten, ist ja klar. Ne? Da werde ich gleich mal gucken, wie schlimm das hier drunter aussieht. Nicht, dass das ausartet, das wollen wir ja nicht. Sitzt im Spritzwasserbereich und immer nass und so. Ja, und das ist dann immer ein rostfördernder Punkt. So, ich werde hier nachher natürlich wieder mit Hohlraum wieder durchbasteln. Ne, ihr kennt mich. Ja, genau, ihr kennt mich. So, und dann werden wir das eben mal, die Batterie ist geprüft, die ist okay. Ja, die ist also noch von ganz Anfang drin. Ist auch eine Warta, ne? Nicht, dass man jetzt denkt, ja, Warta baut scheiß Batterien. Nein, nein. Das ist schon okay. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Das ist immer nur eine Kopfsache. Was man sich kauft, das muss man immer selbst überlassen. Aber Warta ist schon original drin. Also so schlecht kann das ja nicht sein. Ne? So, was haben wir hier? Das wackelt hier alle so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum. Warum wackelt denn das hier neuerdings? Ich schätze, hier ist auch mal irgendeiner irgendwie, weiß ich auch nicht, hängen geblieben. Dann fehlen hier die Stifte, glaube ich. Die sind weg. Tja, und schon wackelt es hier im Gelände. Ja gut, ansonsten sieht das alles recht fest aus. Den TÜV haben wir diesmal nicht gemacht. Das hat er selbst in Hand genommen, hat das Ding irgendwo abgegeben. Und ich habe da eine Vermutung. Ich habe da eine Vermutung und die Vermutung, dass da wieder rumgefuscht wurde, bestätigt sich gleich. Wartet ab. So Leute, zum TÜV.
sind hier neue Bremsen reingekommen. Ich wusste ja damals, ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt, wenn nicht, dann verlinke ich euch das nochmal, da waren die Klötze am Ende. So, zum TÜV, ne, haben die hier neue Klötze, neue Scheiben eingebaut. Alles gut, alles richtig. Alles gut gemacht. Ich sag da nichts gegen, ist kein Thema. So, dass die natürlich neu mussten, das war mir klar. Ne? Also die sind auch noch nicht alt, das ist noch nicht so groß eingelaufen. Der Kunde hat mir jetzt aber gesagt, die Bremse ist komisch. Okay, ich sag, seit wann ist das so? Ja, seitdem der beim TÜV war, ist die komisch. Ich sag, okay. Ja, Bremse vorne, ne, ist ja alles im grünen Bereich, ist ja alles gut. Und wir müssen hier auch wieder entrosten, ne, da seht ihr, da geht das schon los mit dem Rost. Das ist nicht so fein an den Achsträgern, das mögen wir nicht. Das mache ich natürlich auch noch gleich alles mit weg, ne, und wenn ihr so seht, das ganze Nestbau da drin, ne, also... Ich weiß nicht, ob das alles so vorteilhaft ist, weil hier ist überall der Dreck drin, hier seht ihr das, hier ist überall der Krümelscheiß drin. Nicht gut. So, das sammelt alles Wasser. Hier seht ihr nochmal den Karippenriemen. Das ist noch der erste, ne? Sag ich mal ganz ehrlich. Da fängt er jetzt leicht an zu ölen. Das seht ihr jetzt auch an der Riemenscheibe da, ne? Da fängt er jetzt leicht an rumzupissen. Ja, das kommt dann irgendwann bei 200.000, auch bei einem Renault-Motor. Ne? Also das ist jetzt nicht gesagt, dass die jetzt alles nur die besten Motoren bauen. Das ist nicht so. Also da muss man natürlich auch drauf achten, wenn man sich so ein Ding dann anschaffen will. Ja, rostmäßig sieht das hier alles soweit ganz gut aus. Vorderachsträger ist so ein bisschen problembehaftet. Natürlich ist dieser Knochen auch wieder mit dabei, kann auch ausschlagen. So, Kraftstofffilter haben wir gesehen, sitzt da unten drunter und hier überall der Dreck drunter. Ne? Und ihr seht hier, ne? Hier seht ihr das? Da geht's los, ne? Mit dem Rost. So, Rost können auch andere, das ist einfach so. So, da muss man halt ein bisschen drauf achten. Auf solche Geschichten muss man achten und muss das dann entsprechend natürlich entfernen. Sollte man das nicht tun, wird das natürlich besser. Und ihr seht es hier, hier seht ihr es auch, ne? Da kommt so langsam, der Unterbodenschutz geht runter und dann fängt da sich der Rost an zu sammeln. Man sieht's, ne? Ja, ansonsten sieht das alles noch recht, ich sag mal, grün aus. Ist okay, kann ich mit leben, ist alles gut. Bloß jetzt hier hinten fängt's an, ne? Hier hinten fängt's an und wenn ihr jetzt mal so auf die Dämpfer guckt, seht ihr, die sind ölfeucht, so beidseitig. Das heißt, eigentlich, naja, hätten die zum TÜV neu müssen, eigentlich. Aber ich sag da mal nichts zu, aber es kommt noch schärfer. Also da, von dem Punkt her, ne, warten wir es mal ab. So, also Reserverad, prüfe ich gleich noch die Luft, wie immer. Ne, sitzt ja unten drunter, prüft keine Sau, wissen wir ja mittlerweile. So, dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist die Bremse hinten mittlerweile 180.000. Ja, da könnte ja eine Bremse schon mal runter sein, auch eine Trommelbremse. Ne? Und dann hat hier nur dieses Gummiding hier drin. Ne? Damit kann man aber nicht gucken, wie viel da drauf ist, sondern damit verstellt man halt die Bremse selber. Ja? Da ist ein Einstellrädchen drin, zeige ich euch gleich. Und damit kann man dann natürlich die Bremse weiter auseinander drehen, damit die Handbremse greift oder etc. So, ich habe eine kleine Vermutung, was hier passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich habe nur eine Vermutung. So, und zwar, wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, habe die Räder nämlich runtergenommen. Da fehlt dieser Gummipropfen. Jetzt kann man sagen, na gut, ist weggeflogen, aber kann er ja nicht, weil ihr seht ja hier, hier ist der Abdruck von der Felge. So, und das heißt, dass der Gummipropfen da vorher drauf gesessen hat. Und ich weiß, dass der bei uns nie weg war. Jetzt kann man sagen, okay, der hatte bestimmt die Bremswerte nicht so auf der Hinterachse und dann sind die einfach hingegangen und haben nachgestellt. Ist ja nichts Verwerfliches soweit, aber gleich kommt's. Wir nehmen jetzt mal die Trommel runter. So, jetzt haben wir hier die Trommeln runtergenommen. Jetzt seht ihr auch, dass hier so ein Stellrad ist. Und ihr seht, da wurde dran rumgestellt. Das sieht man auch, ne? Dass da dran rumgestellt wurde. So, damit drückt man dann natürlich die Belege weiter raus.
was automatisch geht, aber irgendwann ist die automatische Regelung zu Ende, dann funktioniert das nicht mehr. Auf dieser Seite ist mir da noch nichts aufgefallen, was Besonderes ist. Aber so, jetzt kommt das auf dieser Seite. Fällt euch gleich auf, oder? Fällt euch doch gleich auf, was hier falsch ist. So, da war jetzt keiner bei oder so. Da ist noch Bosch, das Bosch drin. Ist jetzt nicht so schlimm. Bosch ist wohl Erstausrüster in der Bremse. Ich habe ATE schon bestellt. So, die Radbremszylinder sind schon mal undicht. Ne? Also der ist schon mal undicht. Das zweite ist hier diese Verstellung. Wo steht die? Ne? Ich zeig euch das nochmal auf der anderen Seite. Und dann hier. So, fällt euch was auf? Diese Verstellung ist komplett weg. Die ist gar nicht mehr da, wo sie hingehört. Und da ist meine Theorie, ist die Werkstatt hingegangen, hat nachgestellt, hat diesen Hebel hier hochgedrückt und dadurch funktioniert diese Bremse hier nicht mehr richtig. Warum auch immer, es ist mir eigentlich scheißegal, was andere machen. Aber wenn ich irgendwas verstelle, dann muss ich auch mal gucken, wie viel Belag ist da überhaupt noch drauf? So gehe ich hin. Wie viel Belag ist da noch drauf, dass ich die verstellen muss oder kann oder überhaupt? Weil, das ist nämlich jetzt ganz scheiße. Das ist das grundsätzliche Scheiße. Ich muss hier auf jeden Fall neue Radbremszylinder haben. Ich muss neue Backen sowieso haben. Das kommt alles neu. Aber wenn ich jetzt das bei Nissan bestellen würde, das ist jetzt nicht schön, weil Nissan will für diese Bremsbacken mit Zylinder, und jetzt haltet euch fest, 600 Euro haben, Originalteilpreis. Also so langsam fliegt mir die Kakaobutter aus der Schokolade, wenn ich Originalpreis sehe bei einigen Herstellern. Das ist wirklich traurig. Das ist wirklich traurig, ohne Scheiß, Leute. Also ganz ehrlich, ganz billig ist das jetzt auch nicht im Nachkauf. Die Radbremszylinder waren, glaube ich, Stück 95 Euro. Fragt mich nicht, warum. Und die Belege selber irgendwie 50 oder 60 Euro. Und dann kommt noch dieser Einbausatz dazu, diese ganzen Zirkus, was hier so dran ist, ne? Das musst du ja dann auch noch rechnen, ja, dann kommt dann noch ein bisschen was zu, ja, aber sowas geht natürlich gar nicht, ne? Hier so eine Verstellung machen und dann den Hebel da irgendwie, ja, was soll ich dazu sagen, ist mir egal, wie der TÜV gekriegt hat, das ist mir egal, in der Werkstatt muss da alles ein bisschen anders laufen. Da kriegen die Plakette, weil der Meister hat es ja abgenommen, dann muss das ja passen. Oder irgendwie was weiß ich, keine Ahnung. Aber es ist, ihr seht, das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, schiefgelaufen. Pech gehabt, schiefgelaufen, geht nicht. Bremse vorne kriegen sie hin, Bremse hinten ist für den Arsch. So einfach ist das. Ganz einfach gesagt. So. Gut, wir kümmern uns hier erstmal so ein bisschen um den Rost, um den Dreck auf der Hinterachse und so, ein bisschen versiegeln, ein bisschen Bremsleitung versiegeln und solche Geschichten. Ich habe die Teile bestellt, das dauert jetzt ein bisschen. Der kriegt auch neue Reifen, weil eigentlich, na, ganz ehrlich, ich habe die Reifen das letzte Mal, keine Ahnung, wann ich dir neue Reifen draufgepackt habe, aber ist schon ein bisschen her. Hier ist außen abgelaufen, hier ist innen abgelaufen. Ich denke, dass da wenig Luftdruck drauf war und dass dann eben halt hier die Lauffläche weg ist, aber ihr seht, die Reifen sind schon fast wieder Glatze. Ja, da ist nicht mehr viel drauf, beidseitig. Der kriegt jetzt rundum 4 neue Reifen. Haben wir ausgemacht, weil die hinteren sind auch nicht mehr die dollsten, ne? Die sind noch die Originalen, die drauf waren von eben halt von Nissan. Und da kommen jetzt andere drauf. Und ja, das ist dann auch noch das nächste Thema. Neue Reifen, dann kriegt er neue Bremsen hinten. Rückleuchte will er nicht. Ne? Rückleuchte will er nicht, weil er sagt, das ist mir egal, ob die jetzt so aussieht oder nicht. Das stört mich nicht. Irgendwann fahre ich wieder von Pfeiler und dann ist sie wieder kaputt. Gut, das ist dann natürlich, die kostet, ich glaube, 140 Euro im Nachkauf. Ne? Nicht bei Nissan. Also ist jetzt kein Nissan-Preis, aber im Nachkauf 140 Euro, glaube ich, irgendwie sowas kostet die. Ja, aber wir sind hier wieder so das Auto wird jetzt so langsam wieder zu Hure. Ne? Das ist so. Wenn die erste Beule drin ist, dann denken die Leute, ach scheißegal, die nächste wandert sowieso nicht lange. Und dann hier und da und dann ist es auch egal. Ja,
Was soll ich dazu sagen? Das ist dann eben so, aber ich bin immer bemüht, hier den Rostschutz ein bisschen hochzuhalten, damit das eben halt auch so bleibt, das Auto, und dass man das fahrfähig bekommt oder behält, ne? Ich möchte nicht, dass der hier irgendwo rumgammelt groß. Das kommt ja nicht gut, ne? Und hier, so wenn ich sowas sehe, dass hier der Unterbodenschutz halt abgeht und so, dann muss da eben halt ein bisschen neuer drauf. Das ist eben so, weil ansonsten Gammels, ne? Ich mag keinen Gammel. Ich bin nicht der Freund des Gammels, sondern ich bin eher der Freund des Schutzes. Gut, das soll jetzt erstmal an dieser Stelle alles gewesen sein, was ich euch dazu sagen wollte. Also im Prinzip sind die Dinger nicht schlecht, sage ich mal ganz ehrlich. Aber wenn die bei Nissan warten müsst, ich glaube, dann braucht ihr ein dickes Hemd, ganz ehrlich. Tut mir leid. Also da muss ich echt sagen, das können andere Hersteller besser. Dann kann ich ja besser einen T5 fahren. Ist natürlich nicht das gleiche wie dieses hier, weil das passt gar nicht in die Klasse, aber vom T5, da kannst du billiger fahren, und da kriegst du da hinten komplett die Bremse und kriegst nach vorne die halbe Bremse neu für das Geld, was die hier für Backen haben wollen. Das ist schon eine Nummer, das sage ich euch. Das ist echt eine Nummer. Ich weiß nicht, was da los ist, was da nicht stimmt, keine Ahnung, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen, aber ich habe es gesehen, so im Ersatzteilkatalog. Da musste ich gestern schon mit dem One-Schlag haben. Das ist schon, da brauche ich schon mehr als einen Schluck aus der Pulle. So, ihr seht, da unten liegt alles voll mit Dreck, ne? Das habe ich aus dem Axträger rausgeholt. Und wenn man bedenkt, was das alles dann drin liegen bleibt, ne? Dann habt ihr da echt Probleme. Dann habt ihr echt Probleme. Also wenn das da nass wird, dann saugt das der förmlich die Feuchtigkeit auf, bleibt da drin liegen und irgendwann rostet das Ding durch. Glaubt ihr, das interessiert einen Hersteller, ob dann der Dreck da rauskommt oder nicht? Wenn ihr den zum Service bringt? Wahrscheinlich nicht. Noch ein bisschen hier mit der Drahtbürste ein bisschen rüber gehen. Na, ein bisschen, sag ich mal, den losen Rost hier runterholen, weil wenn das so weitergeht, sieht die Hinterachse nicht lange mehr so schön aus. So, das ist ganz einfach so. Das interessiert den Herstellern scheiße. Das interessiert den überhaupt nicht.
kann ich euch so sagen, dass das so ist. Weil wenn ihr da das Ding zum Service bringt, der macht einen normalen Service, aber den interessiert doch hier der Dreck und der Rost, dann interessiert den nicht. So, jetzt mal da die Pistole abmachen hier. So, das interessiert den nicht, das ist dem völlig egal, ob da jetzt der Dreck dran ist oder nicht, das ist scheißegal. Ist doch nicht mein Auto, das interessiert mich nicht. So ist die Denkweise heutzutage. Der kauft dir einfach ein neues. Ist doch kein Problem. Ja, natürlich kann man das so machen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das hat eine neue Mentalität heutzutage. Da oben ist auch ein bisschen Rost. Das kann man auch gleich noch mit behandeln. Ja, Dämpfer werden wir ihn irgendwann auch mal ans Herz legen. Ist klar, aber ja, so ist das heutzutage. Also der Rost ist überall gegenwärtig und ist überall zurück. Und ja, da muss man eben darauf achten, dass man dann entsprechend den ganzen Dreck auch mal rausholt. Gerade hier auf den Endspitzen, ganz gefährliches Thema. Endspitzenmäßig ist nicht das Dollste. Vom Schutz her, das kennen wir alle, da können wir alle ein Lied von singen, garantiert. Ja. Das Ding hat zwar Blattfedern und noch zusätzliche Dämpfer, aber da eine Blattfeder passiert gar nichts. Aber ich weiß nicht. Also ich stelle mir alles vor, alles viel schöner und alles viel toller. Und ich weiß nicht. Ne? Das ist so. Das ist eine Stunde Arbeit hier, so ein Ding mal eben so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen überzupflegen. Ja, das ist jetzt nicht eine Grundreinigung oder sowas, mache ich hier nicht. Ne? Ich mache hier nur ja, Erhaltungszustand erhalten und gut ist. Ne? So ein bisschen. Aber das mache ich jetzt nicht für mich, sondern das mache ich für den Kunden, damit er ein bisschen länger was von dem Auto hat. Denn so, ne, so ist das. Aber glaubt man, dass das jeder macht? Dann ist das scheißegal, ob ihr ein Auto hinbringt, was sauerig aussieht oder nicht. Da wird ein Ölwechsel gemacht. Jo, dann reicht das, ne? Das reicht. So, jetzt haben wir das alles so ein bisschen entrostet. Hier habt ihr das Zeug, was ich jetzt nehme. Und macht dann einfach da eine Schutzschicht drüber. So, das reicht. Das ist in Ordnung. Für diesen Bereich geht das. Das ist kein Problem. So, dann macht man eine Schutzschicht drüber und dann ist das gut. Ja? So, dann sieht das auch nicht scheiße aus. So, der gleiche gilt hier vorne. So, hier oben war auch noch ein bisschen Rost, was ich einsprühen wollte. So, genau. So, das wird versiegelt jetzt und dann kommt da Zinkspray oder weiß der Geier was drauf oder ja, Zinkspray reicht eigentlich aus. Ne? So, Luft prüfen noch, dann kann das immer abtrocknen. So, mal gucken, wie viel hier noch drauf ist. Weil das ist ja das ungeliebte Kind des Autofahrers. Wer legt sich hier schon runter? Ja, wir haben jetzt 2-3 drauf. Ich mache da meistens so 2-5 drauf. Dann habe ich so den Bereich abgedeckt, voll beladen und etc. Wenn das dann gebraucht wird, dann ist dann auch einsatzbereit ist.
Ja, so, im Prinzip, servicemäßig sind wir dann soweit durch. So, nur mal zum Vergleich, ne? Meine Hand so als Nebenprodukt, ne? Und damit ihr seht, wie viel Dreck da rausgekommen ist. Das ist von hinten, ne? Dass man das auch unterscheidet, hinten. Und jetzt gucken wir noch mal vorne. So, meine Hand im Vergleich dazu, ne? Hier könnt ihr richtig reinfassen, da könnt ihr schon Blumen drin pflanzen. So viel ist das. Ja, läuft. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Es ist eben so, wie es ist. Da in diesen Axtträgern, da sammelt sich so viel Dreck drin. Und das Ding, das läuft hier auf dem Bauernhof. Ne? Da braucht man sich nicht wundern, dass der so viel Dreck hat. Ist klar. Aber das muss auch sauber. Das muss auch sauber. Das holt keiner raus. Tobi findet das ganz toll, ne? Oder wie war das, Tobi? Riecht nach Kuh, ne? Hm? Kuhschnitzel? Ja, ich glaube, du hast heute gar keine Meinung mehr. Ja, so, Luft haben wir geprüft, das hat auch funktioniert, alles klar. So, dann wäre das jetzt eigentlich erstmal alles für dieses Wochenende. Hat auch gereicht. Puh, jetzt darf ich mir auch mal was, ne? Genau. Ja, Freunde, ich sag's ja immer wieder, ne? Service ist eigentlich alles. Und ich sag mal, der Luftfilter, der ist zwar von 2021, der ist 3 Jahre alt, aber wenn man hier mal reinguckt, ne, da ist voll der Dreck drin. Da muss man dann natürlich auch einsehen, ne, die sind auch mal wieder fällig. Das ist so, das ist nicht immer nur ein Ölwechsel oder so, sondern da muss man eben halt mal hingehen und mal in neue Filter investieren, sollte klar sein. Ja, und dann eben halt der andere Rest, ne, das kommt dann natürlich noch dazu. Und ich mache keiner Werkstatt irgendwie einen Vorwurf oder sonst irgendwas, aber pass auf, was ihr da macht. Das ist eben so. Ja, ich rede nie eine Werkstatt schlecht, das mache ich nicht, das tue ich nicht und das Boot tue ich mich nicht setzen. Ganz einfach, ich mache hier nur das, was ich machen muss und was mir aufgetragen wird. Also ich spreche das immer mit den Kunden durch, das, dies, dies, dies. Da ist Arbeit, so, und dann sagt der Kunde, das braucht nicht, dies braucht nicht, das braucht nicht. Und dann sagt er, was kostet das, ne? Das ist immer dieses, oh, Costa Quanta, ne? Ja, so ist das eben, Scheine müssen raus, Scheine müssen wackeln, das ist eben so. Das kriegt man hier nicht mal eben für einen Zwanni oder so, aber wahrscheinlich ist so ein TÜV-Prüfer wieder rumgerannt, ne? Ihr kennt das ja, ne? Wisst ihr, wie ein TÜV-Prüfer normal hier rumrennt? Ich kann euch das mal zeigen. Es gibt TÜV-Prüfer, die rennen so rum. Oh ja, ich sehe das. Mhm. Ja, perfekt das Auto, super. Dann allerdings nicht mit dem Fuffi, dann machen die das für 200er rechts und links. So kann man TÜV kriegen, ist kein Problem. Ja, wie gesagt, das ist aber keine Lösung. Ne? Das ist keine Lösung, das ist jetzt nicht so das Schema, was ich jetzt abfahren will. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Da komme ich aber auch noch zu, weil ich habe da noch so einen Bolin. Der steht hier nebenan und der wartet auch noch. Gut, für heute bin ich mit diesem Ding hier durch. Ich warte auf die Teile und dann geht's weiter und dann mache ich mir ein extra Video über die Bremse. Also, ich bin an der Stelle raus und ich würde sagen, ich hole mir erstmal was Kühles. Also, bis dann, haut rein, Frankie und Tobi. Ciao.